Golem! Yeah! Shall we play a game? Da draußen und danke, dass ihr das super toll neu angeschaut habt. Hier ist wieder Kontomon, so nach einer Ewigkeit mit einem neuen Part von Enterraria und das natürlich immer noch in Farbe und Bunt. Ich bin nur noch leicht erkältet, wie manche vielleicht aus dem Stream und so weiter wissen. Aber egal, ich kann halbwegs wieder reden, also nehme ich auf. Gut, Bob Tatsia, Bob hier ist wieder auch am Start. Ich sag, bitch, please. Ich war eben kurz im Dschungel hier, um zu gucken, wo ich ja eigentlich hin will, weil ihr wisst ja, bei dem Mod ist es, wenn man raus reingeht, ist die Map auch einfach mal komplett schwarz und das ist ziemlich scheiße. Daher war ich halt kurz im Dschungel, hab geguckt, wo ich eigentlich hin will, hab hier das Zweihänder gedroppt bekommen, was ein neues Schwert ist, was einfach nur so ein riesengroßes, buntes Schwert ist, aber nur 488 Attack hat, ist jetzt nicht so geil. Dann habe ich das Beam Sword noch gedroppt bekommen, direkt den Gegner, der neben dran war. Das kennen vielleicht einige, man muss halt drücken zum Schießen, finde ich jetzt nicht so geil, also bleiben wir beim Cutlass. Und die Turtle Shell, habe ich eine gedroppt bekommen, gut. Jetzt will ich aber gar nicht zu lang schnacken, da unten seht ihr schon mein Ziel, da unten blinkt schon in schöner rosa Farbe. Und ich will gerade, ob ich mit dem Dreischussgewehr oder mit der Uzi fertig mache. Gute Frage, nächste Frage. So, erstmal, piss dich. Kommen sie alle wieder, das kotzt mich ja an, die Gegner, die können ich ja einmal in Ruhe lassen. So, wir werfen das weg, essen mal hier ein Küchelein, damit unsere Uzi jetzt hier 937 Schaden hat. Okay, ich glaube, wir werden sie besiegen. Aber, YOLO MOLO, up geht, Plantera, komm mal. Mal gucken, ob wir sie hinkriegen, gell, meine lieben Freunde, ihr wisst ja, die ist ziemlich hart hier. Alter, ist doch nicht viel. Ist doch unnormal, es ist doch echt nicht mehr... Oh nein, Bob ist gestorben. Nee. Bob, mit was hast du das verdient? Ey, dann mach ich nachher Zeit, hier nach einer Ewigkeit mal wieder eine Aufnahme und dann stirbt Bob. Vielleicht haben wir Glück. Was haben wir gekriegt? Was haben wir gekriegt? Droppt ihr auch vielleicht neue Items? Eine Plantera-Maske. Oh, das sieht doch sexy aus. Behalten wir mal an. Ein Needle Burst. Summons ein Dornspeer. Hä, warte mal, kenne ich das Ding? Doch, das kenne ich. Das habe ich, glaube ich, noch sie selbst gedroppt bekommen. Komisch. Hm. Egal. Ich weiß, wo noch eine ist, meine lieben Freunde. Das Lustige war, ich bin hier reingegangen. Hier war halt alles schwarz. Bin hier rein, hier vorbeigegangen und habe hier den Eingang vom Dungeon gesucht. Habe mich hier runtergegraben, da und runtergegraben, da rum. Bis ich dann gemerkt habe, dass der Eingang hier vorne ist. Ich hätte einfach statt hier rein, da reingehen sollen. Aber who cares? Mir egal, ey. Ist mir egal. So, ihr verpisst euch jetzt mal gerade bitte. Weil hier hinten... Lol. Hier hinten müsste nämlich gleich noch eine Plantera. Ne, nicht hier. Warte mal, wo waren das? Haha. Ich und meine Map-Kenntnisse. Hier irgendwo, warte mal. Hier, genau. Jetzt nach rechts laufen und da war nämlich direkt noch eine zweite Plantera-Pflanze. Seht ihr gleich, oder? Ich hoffe, sie ist noch da. Ja, natürlich ist sie noch da. Wunderbar. So. Töten wir. Nochmal Plantera, einfach weil es so lustig ist. Irgendwie was zum... Nee. Ja, du Wizarder jetzt, hier. Nein, Bob, nicht sterben. Bob, nicht sterben. Ich muss eigentlich nur über Dinger hüpfen, die mich nicht mal erreichen. Ah, doch, jetzt. Ah, ich treffe gerade nicht mehr so gut. Naja. Ah, ja. Hm. Ja, Plantera, du bist echt ein schwerer Endfeind. Muss ich ja zugeben. So, was haben wir jetzt gekriegt? Leafblower. Das ist doch ein Magie-Item, gell? Könnten wir theoretisch unserem anderen Kollegen hier geben. Auch ein großer Heiltränke, habe ich auch nichts gegen. Wegwerfen, 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 wegwerfen. So. Ja, Kollege, was machst du da? Jetzt gehen wir aber das Hauptziel dieses Parts. Ich gucke gerade auf die Zeit. Nicht, dass ich jetzt zu lang brauche, genau. Nämlich ins Dungeon. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja. Hallo? Ja. Bei den Temple Key brauchen wir eh noch öfters, falls wir noch vielleicht einen Molden Key finden, also so eine Keyform da. Schon mal ein Lizard Power Cell. Und dann können wir uns nämlich direkt diesen Mega Key machen, weil da brauchen wir ja auch immer einen Plantera Key. Döns Jungle Key dafür. So. Ich hoffe, meine Stimme geht irgendwie halbwegs. Ich bin, wie gesagt, noch erkältet. Aber wird schon irgendwie funktionieren und ihr werdet an dem Video auch merken, dass die Qualität besser ist als in den anderen Parts. Vom bildlichen auf jeden Fall her. Weil ich das zurzeit wieder mit Dextory aufnehme und das wahrscheinlich
in 1440p mal hochladen werde. Damit die Leute, die hier seit Ewigkeiten werden, kein Video mehr bekommen haben, dann wenigstens ein gutes Video kriegen. Was war das? Wow, hier geht eine Monsterparty. Wow. Shit. Alter, nee. Kein Bock hier zu sterben. Ich bin von irgendwas die ganze Zeit getroffen. Ich weiß nicht von was. Ach, von den Dingern. Achso. Da liegt was rum. Ich habe halt überhaupt keine. Nein. Was lag da? Ach, da lag nur ein Kompass. Toll. Irgendwie kriege ich von den Fallen fast keinen Schaden, gell? So gefühlt. Bisschen komisch. Aber Leute, läuft. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Scheiß mal auf alles. Da ist noch eine Schatzkiste. Geil. Jetzt haben wir schon drei. Ach, wir haben ja Fackeln. Lol, wir haben ja Fackeln. Gekriegt. So. Unter mir die Nachbarn machen wieder Scheiße. Ich hab noch nichts klopfen, aber ich hör, das hört ihr nicht. Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber es, irgendwie Enteraria läuft bei mir gerade ein bisschen Banane. Es ist manchmal leckt so. Das seht ihr schon auch in der Aufnahme. Komisch. Ja, toll. Hä? Oh, jetzt wird wieder rumgeschrien unten. Alter, ich hasse es. Nee, ja, da trinken wir den einfach mal, mir egal. Habe ich den falschen Ausgang genommen oder was ist hier für ein Shit, Alter? Warte mal ganz kurz. Nee. Da ist der Raum. Ja, geil, da komme ich gar nicht rein. Warte mal, da habe ich ja was übersehen. Nee, habe ich nicht. So, jetzt tun wir überall Dinger hin. Da ist mir radikal. Nee. Da, guck mal, da hinten ist das Golem-Ding. Und da können wir nicht rein. Hä? Warum können wir da nicht rein? Ja, tu mal da eine Fackel hin. So, da ist jetzt ein Raum. Ja, das ist irgendwie ganz cool, ey, dass man hier. Nee. So, ich entschuldige mich schon mal für den üblen Jump Cut. Aber ja, ihr habt gesehen, das hat leicht geleckt und wir kamen nicht in das kleine Räumchen rein mit diesem Altar, um den Golem zu spawnen, weil bei unserer Welt das irgendwie ein kleines extra Räumchen ist, wo man nicht hingehen kann. Und man kann die Blöcke nämlich nur mit der Pixar zerstören, die wir hier vom Golem getroppt bekommen können. Könnten, genau. Und deswegen bin ich jetzt auf der Bam-Welt. Das ist eigentlich eine Welt von mir und Bert gewesen und noch einem anderen Kollegen. Dachte ich mir so, what the fuck, ich mal rein, suche hier die ganze Zeit, wo das scheiß Dungeon ist, geh hoch. Ach, ich geh Junior noch weiter. Und dann habe ich direkt gefunden und reingegangen und yeah. So, ich will jetzt auch gar nicht so lange schnacken hier. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt gegen den Golem. Golem! Yeah! Ich hoffe, wir kriegen den hin, weil der scheint, naja, sehr stark zu sein. Oh nein, Bob ist gestorben. Bob, wie kannst du es wagen? Ja, also Leute, der ist echt, also hier muss schon mal so, oh, jetzt schießt er. Jetzt wird es nicht mehr so lustig. Aber wir müssten ihn eigentlich hinkriegen. Irgendwie. Und tot ist er. Wow. Jetzt haben wir den gekriegt, Possessed. 1000 Schaden. Alter, ist das nicht dieses Ding hier? Ja. Ja, brauchen wir aber nicht. Aber gut, Schaden. Was haben wir noch? Hatte. Hallöchen. Hier, Bob, hast du irgendwas eingesammelt? Ich habe ja nur hier Beetle Husk und die Hatchet gekriegt. Hä? Ah ja, Bob. Was ist denn hier los hier, Bobby? Da müssen wir nochmal, glaube ich, nochmal beschwören hier. Den guten Freund. Ja, Bob, schießt jetzt mal deine Feuerbälle bitte drauf. Ja, oder das, oder genau. Wizard wieder alles kaputt hier. Komm jetzt. Aber guck mal, diesmal leckt es zum Beispiel nicht. Ich kapiere echt nicht, woran das liegt, dass es gestern da irgendwie geleckt hat. Oh nein, ich will nicht sterben. Oh. Ja, wow, scheiße. Warte, was haben wir jetzt gekriegt? Den Staff of Art of Earth. Ach so, dieser, wo man so riesen Steine rumwirft. Ist auch ein Magie-Item, das können wir theoretisch auch unserem Kollegen geben. So.
Ja, du kannst ruhig weiter wuseln. Wir brauchen eine Picksaw, meine Freunde. Eine verdammte Picksaw. So was, ich halte mich einfach jetzt hier fest und schieß. LOL, wie viel der zockt. Mit der Hand, Alter. Ja, jetzt komm, Bob, komm wieder. Du musst mir helfen, Bob. Alleine krieg ich das doch nicht hin. Oh. Okay, was haben wir diesmal? Sunstone. Erhöht alle Statistiken, wenn tagsüber getragen. Ist eigentlich okay. Ich meine, zurzeit habe ich eh nicht so geile Sachen an. Bis auf die Frostbugs Boots und das Kobalt-Schild, aber ansonsten. Egal, wir brauchen immer noch die Pixar. Wir haben immer noch ein Ding haben wir noch. Ja. Ein Ding haben wir noch. Guck mal jetzt hier. Wie gesagt, der Part ist wieder ein bisschen Banane, weil ich in der Mitte halt einen Jumpcut ziehen musste, aber ja. Ich dachte mir so, ach, jetzt kannst du endlich wieder, hast du was Zeit, ich nehme mal wieder was auf, anstatt zu streamen und ja, dann. Ja. Dachte mir so, ja, das ist ein Zeichen, was ist denn hier los, Alter? Da will ich einmal was aufnehmen, weißt du, und dann leckt der Terraria. Gerade Terraria leckt, das ist eigentlich völlig. Naja. Banane. Weg von meinen Sachen. Hallo, du Wutz. Golemfist, ja, jetzt haben wir irgendwie alles bis auf das, was wir eigentlich haben wollten, nämlich eine schöne Pixar. Das finde ich jetzt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ein bisschen sehr traurig. Ich hätte schon gerne Pixar gehabt, ja, das wäre schon romantisch. Aber mein Ziel ist ja eh, die ganzen Bosse einfach nur zu blätten, meine lieben Freunde. Und ich würde gerade, wir haben den Golem jetzt gekillt, wir haben Plantera gekillt. Was brauchen wir eigentlich noch? Ach, die Waves. Genau, wir müssen ja noch die Waves machen, fällt mir gerade ein. Ich gehe jetzt aber hier gerade nochmal auf unsere Welt zurück. Control Crazy Daisy auf die Welt Crazy Daisy. Habe ich jetzt irgendwas jetzt schnell stapeln? Ich hoffe doch. So. Geh mal weg da, du blöder Zauberer. Ach. Okay, da ist nix. Geh weg, geh weg, geh weg, weg. So, wir gucken nämlich jetzt gerade noch, was wir hier craften müssen, Gedöns. Das ist einmal mit Pumpkins, was wir jetzt sogar hier abbauen können, die Pumpkins. Also wo da noch Halloween-Gedöns ist. Okay, dann holen wir uns hier ein paar Pumpkins. Kürbisse, eher gesagt. Weil daraus machen wir dieses Medaillon, um diese eine Pumpkin Wave zu machen und dann müssen wir noch. Wann waren das nochmal? Frost Moon? Was muss man das Item nochmal machen? Gute Frage. Muss ich vielleicht mal nachschauen, dass man nochmal das Ding macht. Ich überlege gerade. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall kriegen wir das auch noch hin, weil da würden wir die zwei Waves hier auf jeden Fall nochmal irgendwie ziehen und dann noch versuchen, irgendwas Gutes abzugreifen. Und ja, dann war es soweit. Ach ja, auch schon wieder mit Enteraria. Aber was soll ich denn noch machen? Ah, nein, 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 nein. Das war noch nicht mit Enteraria. Fishron müssen wir noch besiegen, ganz am Ende. Das heißt, wir ziehen die zwei Ways und dann versuchen wir noch den Fishron zu töten. Eins, zweimal, dreimal, 1 Million Mal. Und dann sind wir nämlich fertig. Weil sonst fällt mir jetzt eigentlich auch nichts mehr ein. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? 126 müsste doch reichen für 1, 2 von den Items, oder? Komm, das muss doch reichen, mein Freundchen. Ich hoffe, Zeit und so weiter läuft hier noch angenehm, weil ich will den Part jetzt nicht so lang machen, weil ich ja, wie gesagt, mit Dextory zurzeit aufnehme und, ja. Es kann sein, dass die Datei ein bisschen groß ist, aber sehr gut aussieht, also von daher, yeah. Ihr könnt auf jeden Fall dem Video auch schon mal einen Daumen hoch geben, dass ihr sagt, hier, oh mein Gott, der lädt dir was hoch und es wird auch demnächst wieder mehr kommen, meine Freunde. Ich weiß, ich streame sehr gerne und ich streame sehr oft. Nimm's mir nicht böse, ja? Nimm's mir auf jeden Fall nicht böse, mein Freundchen. Mein Freunde, eher gesagt. So, Golemfist brauchen wir nicht, das Ding brauchen wir nicht, das Ding brauchen wir eigentlich auch nicht. Die Beetlehusk, da könnte man zwar natürlich jetzt diese Beetle-Rüstung da machen. Die wir aber eigentlich auch nicht brauchen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Nö, eigentlich. Nö, eigentlich nö. Genau, eigentlich nö. So, die fressen wir aber auch noch. Bisschen mehr Leben hier haben. Was haben wir hier drin? Oh, ein Prinzessinnen-Outfit. Oh, ist das schön. Nee, das will ich schon mal nicht.
Wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. Alles wegwerfen, brauche ich nicht. So, jetzt warte mal. Wo ist denn der Guide? Yo, Guidey Lady, komm mal her hier. Jeff. Ich würde gerne wissen, wie man dieses Medaillon hier macht. Diese komische Kette. Da ist er doch. 30 Pumpkin, 5 Ektoplasma, 10 Hallowed Bars. Also Bahn habe ich auf jeden Fall noch irgendwo rumgammeln. Warte mal. Also wir haben ja ziemlich viele Hartmut-Bosse gekillt. Also eigentlich muss davon... Digga, verpisst du dich jetzt mal bitte von meinem... Ja, du Urist, Alter, du Urinierer. Dankeschön. Nur vor die Kisten stellen. Da haben wir 40 noch. Wunderbar. Und wir brauchen noch Ektoplasma. Habe ich Ektoplasma dabei? Habe ich überhaupt Ektoplasma? Hä, wir waren doch schon hier im Terrarium, waren wir auch schon im... Waren wir schon im Dungeon im Terrarium? Ich glaube doch schon. Also müsste eigentlich auch irgendwo Ektoplasma rumgammeln, aber ich... Nö. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Entweder ich übersehe es gerade oder ich habe wirklich kein Ektoplasma. Was ein bisschen doofi wäre. Doofi doof. Wirklich doofi doof. Egal, ist aber für uns jetzt eigentlich kein Problem, weil ich jetzt gleich noch nachgucke, wie man diesen Frosting macht. Und für Frostmoon braucht man auch Ektoplasma. Und deswegen im nächsten Part werde ich dann einfach das Ektoplasma schon mal farmen gehen. Und dann werden wir uns direkt die zwei Sachen machen. Und dann versuchen, irgendeine von beiden Waves zu ziehen und gute Items abzugreifen, um letztendlich dann auch Fishron die Phrase zu polieren. Gut, wenn euch der Part aber trotzdem gefallen hat, einen dicken Daumen bis zum Himmel, ganz wichtig, schön kommentieren. Und wenn euch das besonders gefällt, dann teilt das Video auf Facebook oder mit euren Freunden. Und das meine ich ernsthaft, wenn ihr das teilt und weitergibt und empfehlt und so weiter, helft ihr mir extremst, oder wie ich immer sage, enorm, enorm. Sexy Maxi, gut. Der kranke Konto sagt trotzdem, haut da rein, bis zum nächsten Part. Euer Konso in Kranke und ich muss gleich wieder niesen und... Brains! Oh, haut da rein!